Jo, liebe Freunde der gepflegten Bastelkultur, heute gibt es mal einen rituellen Akt der Techromantie. Ich werde, wie ich das ja schon in einigen anderen Videos angekündigt habe, dieses Schmuckstück hier, ein Atari 800XL, wieder zum Leben erwecken, wieder eine technische Seele einhauchen. Den Fehler habe ich an sich schon eingegrenzt, das Gerät ist defekt oder war defekt, den Fehler habe ich schon eingegrenzt. Das ist auch schon sehr lange her, ich habe ihn so in dem Zustand jetzt erstmal eingemottet, bestimmt schon 15 Jahre liegen. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, aus welchem Schrottcontainer ich den gezogen habe, also ja, inklusive einer Floppy 1050. Und der war damals defekt. Ich habe mir den angeguckt, war mir eigentlich zu schade, dass irgendwo, dass das Gerät entsorgt wird. Ja. Und wenn man hier reinschaut, dann sieht man auch schon, woran es eventuell liegen könnte. Ich zeige es mal kurz. Man sieht hier nämlich schon ein SIM-Modul, was ich damals vor 15 Jahren mal hier reingelötet habe. Das Problem war nämlich, als ich das Gerät angeschlossen habe, brach dann sofort die Betriebsspannung zusammen. Die Atari XL haben hier keine eigene Strom, also keine eigene Stabilisierung drauf, Spannungsstabilisierung drauf. Die werden mit einer stabilisierten Spannung von 5 Volt direkt aus dem Netzteil gespeist und die brachen einfach nur zusammen. Ja, also war irgendwo ein harter Kurzschluss. Es wurde aber seltsamerweise auch nicht richtig heiß, so dass ich das da sehen konnte. Ich habe dann damals, kann ich mir in den Sinn, ein paar Leiterzüge aufgetrennt, um das ein bisschen einzugrenzen und zu gucken, woran liegt es, kann ich das irgendwas machen. Und es stellte sich raus, ich hatte es auch schon vermutet, dass das hier im Bereich dieser RAM-Bausteine liegt, die hier früher mal eingelötet waren, hier an der Seite. Ja, ich habe die hier schon entfernt. Und zwar hatte ich das eigentlich schon im Verdacht, weil dort hatte jemand versucht, diesen RAM, das sind ja 64 Kilobyte, die der Atari 800 hat, in Form von 8 Chips zu je 64K mal ein Bit, ne, hatte jemand versucht aufzurüsten, indem er Huckepack-Schaltkreise aufgelötet hatte und dann bloß die Chip-Select-Pins weggebogen hat. Was genau bei der Aktion schiefgelaufen ist, weiß ich nicht, ja, aber diverse RAMs hatten wirklich einfach nur einen Kurzschluss gemacht auf der 5-Volt-Leitung. Und zwar nicht die Huckepack aufgelötet, die habe ich abgelötet, vielleicht auch in den Huckepack aufgelötet, aber auf jeden Fall auch bei den Original-RAMs, sodass ich sie dann alle rausgenommen habe. Die waren alle, ich glaube, fast alle gehimmelt. Warum auch immer. Also das kann ich ja nicht nachvollziehen. Ich weiß bloß, nachdem die RAMs raus war, stand dann die Betriebsspannung erstmal. Ne? Und dann wollte ich natürlich wissen, es kann ja sein, dass bei diesen Reparaturmaßnahmen oder bei dieser Aufrüstung irgendwie eine zu hohe Spannung angelegt wurde. Ja, aus einem Labornetzteil. Ich weiß ja nicht wirklich, was da gelaufen ist. Ja. Und es hätte ja auch sein können, dass wirklich irgendwelche von den Spezialschaltkreisen hier vom Antik oder der Pocky oder irgendwas kaputt ist. Dann hätte ich es wahrscheinlich verworfen, das Gerät. Ja, dann hätte ich bloß Gehäuse vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ja. Und um das zu testen, habe ich dann damals, ich hatte keine, damals vor 15 Jahren, in dem Moment keine passenden RAMs oder Bastelkiste, habe ich dann einfach so ein SIM-Modul aus dem alten PC raus, was ich noch in der Bastelkiste hatte, hier eingelötet. Ja, also versorgt mit den Adressleitungen und Datenleitungen, diverse Adressleitungen hier noch mit dem Widerstand auf Masse gelegt, dass es inaktiv ist. Und da ich kein Netzteil hatte für das Gerät, habe ich hier so einen Molex-Stecker dran gelötet, um das zu speisen aus dem PC-Netzteil. Und siehe da, das Gerät hat wieder funktioniert. Ja, also das Gerät funktioniert jetzt so in der Form. Also hat zumindest vor 15 Jahren funktioniert. Ich muss jetzt noch mal einen Test machen. Ich habe mittlerweile jetzt Arbeitsspeicher besorgt. Den habe ich schon, schon 3-4 Jahre liegen. Ja, ich bin halt wirklich einfach noch nicht dazu gekommen. Habe hier Sockel. Ich werde dann auch gleich Sockel einlöten. Damit macht ja Sinn, wenn ich jetzt eh dran rumlöte. Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ihr seht das ja hier an diesem roten Steckverbinder. Und hier und die Insider, die wissen, dass hier eigentlich ein Modulator drin ist. Den habe ich irgendwann mal ausgelötet. Den habe ich auch noch hier.
Ja, das ist der Modulator, der da eingelötet war. Ich habe ihn allerdings, so clever war ich, dann reversibel ausgelötet. Das heißt, hier eine entsprechende DIN-Buchse angelötet. Das heißt, ich kann hier anstecken und dann läuft der wieder. Ja, ich brauchte den damals, weil ich hatte noch einen Mega ST und der hatte keinen Modulator. Das heißt, ich wollte dort mit dem Fernsehen irgendwas in Farbe mit dem Atari ST machen, mit dem Mega ST. Und da habe ich den kurzerhand hier ausgelötet und an dem Mega ST auch die passenden Videosignale rausgezogen, auf eine Buchse gelegt, die ich hinten eingebaut habe in dem Mega ST. Und da kann ich theoretisch diesen Modulator anstecken und ja, mittlerweile brauche ich das nicht mehr, weil ich habe passende Modulatoren eigentlich für die Systeme. Ne? Zudem habe ich jetzt noch den Schalter, ja, mir besorgt, der hatte hier auch gefehlt. Habe ich mir einen passenden Schalter besorgt. Dass der Schalter hier auch ausgebaut war, ist sicherlich auch so ein Zeichen dafür, dass da schon so ein bisschen was gelaufen ist, ne? Damals. Naja. Ich werde jetzt als erstes nochmal in Betrieb nehmen, ich mit einem PC-Netzteil, was ich hier mal anschließe. Vorher werde ich mir das Videosignal hier rausziehen und auf eine Videobuchse legen, auf eine Cinch-Buchse legen, sodass ich meinen kleinen Testmonitor hier anschließen kann, um zu gucken, ob das Ding funktioniert. Ja, ein Netzteil habe ich mir schon besorgt. Das kommt in den nächsten Tagen per Post, ein Originalnetzteil für den, beziehungsweise ein Ersatznetzteil für den Atari 800. Jo, und das wird so das erste sein, dass ich dann auch die Pins hier, die Durchkontaktierung von den Sockeln freimache, die Sockel selber einlöte und ein Stückweise immer gleich teste, ob es läuft. Ja, dann natürlich das SIM-Modul hier wieder auslöte. Das war ja das provisorisch, um das zu testen, ob der Rest halt läuft. So, ich bin jetzt schon ein Stückchen weiter. Ich habe mir jetzt erstmal hier ein altes AT-Netzteil besorgt. Eines, was noch einen richtigen ordentlichen Schalter dran hat. Damit ich den Atari erstmal notdürftig speisen kann, bis ich ein Netzteil habe, ein ordentliches. Ich habe mir mit der DIN-Buchse ein Kabel gebastelt. Dort habe ich aus dem Monitorausgang mir ein Videosignal geholt für meinen kleinen Rückfahrmonitor und das Audiosignal rausgezogen. Na, damit ich hier ein bisschen Ton habe. Weil Ton kommt ja sonst nur über den Modulator dann auf dem Fernseher. Jo, schalten wir mal an. Ich habe es natürlich schon gemacht. Es läuft schon. Weiß ich, ihr werdet es jetzt gar nicht sehen. Man hört es schon. Ne? Ich mache es nochmal. Nun geht's nicht. Hab zu schnell ausgeschalten hier. Man hört am Anfang dieses schnatternde Geräusch, wenn der Atari die Geräte, die über den SIO-Bus angeschlossen sind, wenn diese abgefragt werden, ob irgendeine Floppy da ist, ob mehrere Floppies da sind, ob vielleicht ein Drucker da ist oder sonst irgendwas. Oder hier eine Kassettenlaufwerk. Guck mal, ich habe es jetzt. Man muss einen Weichen ausschalten. Das Netzteil hat ziemlich große Echos. Da ist es. Ja. Ab und zu synchronisiert der kleine Behelfsmonitor hier nicht richtig. Macht aber nichts. Es kommt zumindest ein Bild. Man landet hier im Basic, ja. Und kann hier ganz normal im Basic programmieren. Oder man kann hier in diesen Selbsttest reingehen, ja, und dann den Speicher testen oder diesen Audiotest machen. Ja. Also es funktioniert soweit. Damit ist jetzt erstmal klar, dass der Rest noch okay ist. Und ich kann dann als nächstes dieses SIM-Modul ausbauen und die RAM-Sockel einbauen. Ne? Beim Suchen habe ich jetzt noch was gefunden. Das ist in den alten Kisten, das ist ein Turbo-Modul und natürlich auch Kassetten. Ich habe noch alte Kassetten mit Atari-Software drauf. Die müssten so an die
über 20 Jahre alt sein. Ach, älter eigentlich noch. Viel älter. Und diese Datasette, die ich hier habe, wenn man dort normal in diesem Atari-Format gespeichert hat, oder geladen hat, hat das ja ewig gedauert. Ich habe zum Beispiel International Karate, hat dort 10 bis 15 Minuten gedauert, bis es geladen hat. Ja. Also das war ewig lange. Ja. Man konnte dann wirklich sich einen Kaffee kochen gehen oder, wenn wir unseren Computerclub hatten, ein Bier holen gehen, sich gepflegt unterhalten in der Zwischenzeit. Und wenn dann zum Schluss irgendein Lesefehler war, dann konnte man das alles normal machen. Und dann gab es dann relativ schnell diese Turbo-Module, die haben in so einem schnelleren Format aufgezeichnet. Das wurde dann fast so schnell eigentlich wie von Diskette. Wir können es ja mal probieren. Ich stopfe es jetzt mal rein. Ich muss das erstmal reinigen, diese Kontakte, weil die waren natürlich, das war so alles privat hergestellt. Und die waren natürlich so ein bisschen korrodiert, habe ich die erstmal gereinigt. In der Regel nimmt man dafür, nur mal so als Tipp für so eine Kontakte, diese guten alten DDR-Radiergummi, die man eigentlich fürs normale Radieren gar nicht verwendet, weil die Löcher ins Papier machen, gehen sehr gut, um so eine Kontakte zu reinigen. Ja? Man sieht es also regelrecht bei irgendwelchen Goldkontakten auch, dass das wirklich die Oxidschichten entfernt werden. So, hier ist dann noch ein Schalter drauf, da kann man so diesen Reset-Impuls auslösen, diesen Interrupt-Impuls, damit der nach einem Reset dann neu startet. Und hier ist eine Besonderheit, weil selbst damals Schalter knapp waren, wurde hier ein Potentiometer als Schalter missbraucht aufgelötet. Man kann dann in der rechten oder in der linken Stellung kann man dann einen der zwei Turbo-Module oder Turbo-Loader aktivieren. Ja, da wurde hier eigentlich bloß ein Adressbit umgelegt. Es sind also zwei verschiedene Turbo-Loader drauf. Ich stopp's das mal rein und dann werden wir mal gucken. So, Kassette auf Play. Ich wollte es nämlich erst so laden, aber an dem Ton der Aufzeichnung hört man schon, dass das nicht das Original Atari-Format ist. Ja. So, wir starten mal. Man sieht, hier meldet sich, jetzt muss ich die Kamera wahrscheinlich doch mal rübernehmen. So. Ja, man sieht hier diesen Turboloader. Das hält jetzt hier. Man kann jetzt hier mit Start Exit, mit Select Chaos Copy 2 und mit Option Chaos Loader 2. Ja. Wenn ich das Potentiometer in die andere Stellung bringe, meldet sich ein anderer Loader. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich drücke jetzt mal Option, dann müsste es losgehen. Und man hört es schon. So, jetzt hat er hier den Namen gefunden und hat auch gleichzeitig von der von dem Kassettenlaufwerk den Motor gestoppt. Ja, das steht jetzt also. Jetzt kann man entweder mit Return das Programm laden oder mit Space überbrückt man das, dann spult er bis zum nächsten Namen vor, zeigt den an und kann wählen. Wir probieren es jetzt natürlich mal. Wir laden jetzt einfach mal International Karate. Wird einen Augenblick dauern. Ich mache dann wahrscheinlich einen Cut rein. Muss ich mal sehen. Thank you.
So, und Eiser startet auch, denke ich mal, hoffe ich mal. Und da ist er. Ja? International Karate. Damals sagenhaft auf den Computern. Ja? Ich habe immer gesagt, das einzige Programm, was richtig wehgetan hat beim Spielen. Ach, verloren. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Jo, gewonnen. Naja, so funktioniert das, ja. So, und wenn man jetzt den kleinen Schalter hier oben an dem Turbo-Modul betätigt, weil die meisten Programme sind resetfest. Wenn ich jetzt einfach Reset drücke, muss ich mal gucken. Nee, das ist nicht resetfest. Aber wenn ich den Schalter betätige und Reset, dann lande ich wieder in diesem Turbo-Modul. Ja. So, also das hat soweit funktioniert. Mir war noch was aufgefallen bei der Geschichte. Und zwar, erstmal war diese Tastaturfolie von der Tastatur, da war schon ein Kontakt so ein bisschen angegangen, der war auch abgehoben. Ich habe die Kontakte eh mal gereinigt, weil einige Tasten waren noch etwas widerwillig, haben etwas widerwillig reagiert. Ja, also da musste man ein bisschen doller drücken. An der Folientastatur war ein Kontakt abgehoben. Das habe ich also gereinigt und habe diesen Kontakt frisch angeklebt. Ja, ansonsten werde ich wahrscheinlich die Tastatur auch mal zerlegen müssen und mal reinigen müssen. Also da sind einige Kontakte wahrscheinlich oxidiert. Ich weiß gar nicht, wie es drin aussieht, ob das auf gesinterten Kohlekontaktflächen sind oder so. Ich muss es mal sehen, wie es aussieht. Zumindest einige Tasten sind ein bisschen, könnt ihr mal gucken hier. Ich ziehe mal das Modul raus. So, und wieder an. Und man hört es schon. Ah, der ist nur wirklich resetfest hier. Ja. Und ich muss jetzt wirklich einen kleinen Augenblick leer ausschalten, weil die Elkos halten jetzt so lange von dem dicken Netzteil. Das ist natürlich völlig oversized für diesen kleinen Computer. So, jetzt wieder ganz normal. Und man hat hier wirklich, also gerade das Shift, das linke Shift hier, das funktioniert nicht. Irgendwie nicht immer. Oh, jetzt geht's langsam. Ja, jetzt geht's. War vielleicht einfach die ersten Tastenbetätigungen hier nach so vielen Jahren, nach Jahrzehnten jetzt. Da musste ich wahrscheinlich ein paar Mal erst drauf rumtippern. Also scheint jetzt zu gehen. Ne? Gut, alles klar. Jetzt kommt der RAM dran. Jetzt werde ich ein bisschen rumlöten. Und ich hoffe, dass er mit den neuen RAMs dann funktioniert. So, die RAMs habe ich jetzt bestückt. Das heißt, ich habe jetzt die ganzen Bohrungen, die Lötaugen an den Sockeln freigeblasen, IC-Fassungen eingelötet und die RAMs jetzt bestückt. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass ein Leiterzug schon so ein bisschen mitgenommen war und eine Unterbrechung hatte. Und ich habe dann nachher beim Durchmessen, es sind ja viele von den Pins, von den RAMs, sind ja wirklich quer verbunden mit allen RAMs parallel geschalten. Habe ich dann durchgemessen, habe ich festgestellt, dass noch ein zweiter Leiterzug eine Unterbrechung hatte. Das habe ich schon gepatcht mit Kupferlackdraht und lötfähigem Kupferlackdraht. Ja, jetzt können wir eigentlich gleich einen Test machen.
Vielleicht noch zu der Lötaktion, weil immer, weil mich einige gefragt haben, wie machst du das? Ja, von den Lötanfängern. Ich habe keinen Entlötkolben, ja, wo man so eine Saugpumpe hat. Habe ich nicht. Ich weiß, es gibt diese Dinger, arbeite ich nicht so gerne damit. Irgendwie ist das mir das alles zu fricklig. Ich mache es eigentlich ganz anders. Ja. Ich nehme mir ein Röhrchen, in der Regel nehme ich mir ja einfach von so einem DDR-Fallbleistift das Metallröhrchen. Ja. Und dann wird das, das Lötauge erhitzt. Manchmal trage ich auch noch ein bisschen Zinn auf. Na, auch deswegen, weil noch ein bisschen Flussmittel dann rankommt und das besser fließt. Und dann blase ich das wirklich kurz aus, das Lötauge. Und das funktioniert ganz hervorragend. Ja. Dazu lege ich es dann immer etwas erhöht hin, die Platine, ja, sodass so ein Zentimeter Luft ist. Und lege an der Stelle, wo das hinkommt, dann so einen Metalldeckel unter als Schale. Hier sieht man auch noch die ganzen Tropfen, die da durchgeschossen sind. Ja. Und sammelt sich das alles. Und ich sag mal so, das sind ja eine ganze Menge an Lötaugen. Von den 8 Rams hier, da braucht man so 20 Minuten, eine halbe Stunde ist man da durch. Ja, das geht ruckzuck. Ja, mit diesen Entlötpumpen, ich ehrlich gesagt, würde ich ewig brauchen. Und so einen richtigen Entlötkolben habe ich halt nicht. War mir auch immer irgendwie zu aufwendig für die paar Reparaturen, das anzuschaffen, wenn es auch so ein Metallröhrchen tut. Also mache ich es. Ja. So, dann habe ich den Modulator schon eingelötet und den Schalter. Jetzt werden wir mal gucken, was sich tut. Ja. Und ja, schauen wir mal, vielleicht müssen wir ja noch mehr reparieren. Hier muss ich noch ein bisschen die Sachen bereinigen. Naja, gut, machen wir mal an. Und gut, wir haben einen schwarzen Bildschirm. Das, und man hört es hier brummen. Ich mache mal das Audio ab hier. Schwarzer Bildschirm heißt, da haut noch was mit dem RAM nicht hin. Ja. Also wenn schwarzer Bildschirm ist, dann ist irgendwas noch ganz oberfaul. Wenn er dann rot wird, ist auch noch irgendwas faul. Ja. Allerdings, wenn er schwarz bleibt, ist irgendwas so faul, dass er nicht mal mehr irgendwie mit der Hintergrundfarbe reagiert. Ja. Und selbst wenn dann das Bild kommt, können dann noch Fehler sein. Da ist im System ist ja so ein RAM-Test eingebaut. Und den muss man dann erstmal durchlaufen lassen. Und wenn das läuft, dann ist das soweit in Ordnung. Ne? Jetzt müssen wir mal weiter messen. Ich habe ja jetzt bloß die Sachen gemessen, die so quer verbunden sind. Ja, ich mache mal aus hier. Es sind ja noch ein paar Pins, die sind nicht quer verbunden. Ja, bei so einem RAM-Chip. Ja, und die gucke ich mir jetzt erstmal an. Na, und dann werden wir mal weiter sehen. Irgendwo muss noch ein Fehler sein, vielleicht eine Unterbrechung oder irgendwas. Schauen wir mal. Na? So, ich habe auch schon wieder eine weitere Unterbrechung gefunden. Und zwar habe ich geschaut bei den RAMs. Ich weiß nicht, ob man es erkennt hier. Wenn nicht, dann blende ich da nochmal einen Screenshot ein. Hat man ein Dateneingang und Datenausgang bei dem RAM. Das ist also das Pinout von dem RAM. Und die sind hier beim Atari XL, sind die miteinander verbunden und gehen dann zum Bus rüber. Ja, und das kann man hier auch an allen Chips eigentlich messen. Ja, wenn ich das durchmesse, ist Pin 2 und Pin 14. Ja, also wenn ich hier bei einem Chip das mal nehme, Pin 2 und gegenüber der dritte, ja, habe ich hier Durchgang. Und wenn ich jetzt weiter gucke, hier ist auch Durchgang. Und bei dem dritten Chip, da ist kein Durchgang. Also da ist irgendwo noch eine Unterbrechung. Ja, vielleicht eine Durchkontaktierung gebrochen oder auch irgendwie der Leiterzug kaputt. Ja, und den werde ich jetzt flicken mit Kupferlackdraht. Da habe ich hier so einen dünnen, lötfähigen Kupferlackdraht. Von einer alten Spule. Hier, das ist alte Trafospule. Und damit kann man ganz hervorragend so eine Sachen patchen. Das ist also wirklich winzig dann der Patch. Und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Vielleicht geht es ja dann schon. Oder auch nicht. Ist ein bisschen Detektivarbeit, wenn man sich stückweise hier
rantastet. Ja. So, Verbindung ist gepatcht. Müsste jetzt auch messbar sein. Gucken gleich nur nach nochmal. Hier ist da. 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 Und der letzte. Jawohl. So, gucken wir mal. Stöpseln wir mal rein. Checken wir mal. Das klingt gut. Und wir kriegen hier ein Ready. Na? Das heißt, das war's. Ja, ich denke, der Rest wird jetzt funktionieren. Ich könnte spaßenshalber nochmal das Turbo-Modul hier reinpacken, das ein Bild macht. Machen wir nochmal aus hier. Turbo-Modul rein. So, und nochmal Spannung. Jawohl, haben wir ein Bild. Ja, meldet sich der Turbo-Loader. Ja, naja, das sind so die Sachen. Ja. Was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt werden wir. Tastatur habe ich repariert, soweit das Kabel. Die Bauteile sind alle drin. Wir werden jetzt ein bisschen putzen. Und dann können wir uns zusammensetzen und dann können wir erstmal einen Test machen. Und ich denke mal, da haben wir ihn zum Leben wieder erweckt. Modulator habe ich jetzt nicht getestet. Ich vermute mal, aber der wird gehen. Ich habe jetzt keinen Bock in den Keller zu gehen und einen Fernseher hochzuschleppen. Da gucke ich bei Zeiten mal. Naja, gut. So, wir werden nochmal den RAM-Test durchführen. Der ist zwar auch nicht perfekt, also wenn der alles grün anzeigt, heißt das nicht, dass wirklich alles geht, aber und Start, gucken wir uns das mal an. Erst der ROM, sondern die RAMs. Werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen beschleunigen, die Wiedergabe, das dauert sonst zu lange. Wenn alles grün ist, ist okay, wenn irgendwelche roten Kästchen sind, dann ist noch irgendwas matschig am RAM. So, also wir sehen, der RAM-Test ist durchgelaufen. Der läuft jetzt schon zum zweiten Mal. Ich denke mal, damit dürfte das Gerät okay sein. Jo, liebe Freunde, Hammers. Der Freund aus alten Tagen lebt wieder und läuft jetzt auch stabil. Na, ich habe noch eine Kleinigkeit gemacht. Ich habe dann doch nicht diesen alten Schalter eingesetzt, weil der war nämlich auch defekt. Ja, der hatte also Kontaktprobleme. Man musste dann, war schon so wackelig gewesen. Ich weiß nicht, woher er erst kommt. Aber ich habe hier einen adäquaten Ersatz gefunden, der hier genau in diese Aussparung ohne irgendwas reinpasst. Ja, wunderbar, klappt so. Ne? Ja, ich habe dann noch überlegt, ich habe ein bisschen sauber gemacht. Dabei habe ich noch darüber nachgedacht, ob ich ihn vielleicht bleiche, das ist ja heutzutage überüblich mit diesem Retro-Breit, das aufzuhellen wieder. Aber ich werde es mit Sicherheit nicht machen und das hat mehrere Gründe. Erstens mal stört es mich nicht so sehr. Ja, das sind alte Computer, die sehen halt auch, die haben halt, ich sag mal, ihre Patina. Ja, was soll's, wir werden auch nicht jünger. Ja. Und das Zweite ist, ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn versauere. Ja, weil es ist möglich, erstmal müsste ich diesen geilen Aufkleber hier abmachen, ja, wo es schon schade drum ist. Und zum Zweiten weiß man nicht, wie es drunter aussieht. Es kann sein, dass man es bleicht und man sieht trotzdem noch eine extrem helle Stelle, dann hier, wo der Aufkleber war. Ja, und dann sieht es erst recht doof aus. Ja. Also lasse ich das so, da werde ich nicht weiter dran rumfummeln. Ja. Jo, wie geht es weiter? Ich habe hier so ein kleines Gerätchen.
mir besorgt. Ein wirklich tolles Gerät von der Firma Lotarek aus Polen. Die machen da unheimlich viel für den Atari. Da werde ich vielleicht noch mal einen kurzen Video zu machen zu dem Gerät. Man kann, das ist das Zio 2SD. Also man kann hier auf diese SD-Karte einen ganzen Sack voll ATR oder XEX-Dateien oder sonst irgendwas packen. Ja, kann die dann hier zuweisen, der kann quasi simuliert der ein Diskettenlaufwerk. Ja, es ist hier richtig so ein Siobus-Stecker und er tut so, als wenn er ein Diskettenlaufwerk ist. Ja, und mal ehrlich, auf so eine etwas größere SD-Karte passt wahrscheinlich so ziemlich alles, was jemals für den Atari 800 erschienen ist, weil es ja auch relativ klein ist alles. Ja, und das ist wirklich eine coole Geschichte. Ja, des Weiteren, nächste Haltestelle, Floppy. Ja, die würde ich in die Gänge bringen. Nun ist es natürlich so, ich habe natürlich kein DOS, um zu booten. Ja, die sind mir irgendwann mal abhanden gekommen, die CDs. Ich hatte mal CDs, das sind 5,25 Zoll CDs mit diversen DOS-Versionen und ein paar Spielen und sowas drauf. Die hatte ich aber verborgt an einen ehemaligen Kollegen. Der hat mir nicht mehr meine Schachtel zurückgegeben, sondern irgendeine andere Schachtel mit lauter Robotron-Disketten drauf. Ja? Was mir natürlich nichts nutzt. Ja, die laufen ja eigentlich. Also muss ich jetzt sehen, wo ich dieses DOS, wie ich das irgendwie übertragen kann. Da habe ich auch schon einen Plan. Muss man mal gucken, ob das klappt. Und wir müssen natürlich gucken, ob dieses Floppy-Laufwerk, ob das überhaupt noch richtig läuft. Weil ich habe gesehen, ich hatte es mal geöffnet, vielleicht zeige ich dann auch in der Folge mal ein paar Bilder, dass auch dieses Floppy-Laufwerk schon repariert wurde. Ja, also gucken wir dann. Ja, also auch dort wurde Hand angelegt. Genau wie bei dem Grundgerät. Ich habe es ja beides defekt gekauft. Ja, und insofern müssen wir mal gucken, wie weit ich da komme irgendwie. Ja. Jo, das wären so die groben Sachen. Ich zum Abschluss zeige ich euch noch ein kleines Demo, was so ein ganz altes Demo ist. Das stammt noch direkt von Atari. War eigentlich so eine Werbung für den Atari, nicht den 800er, sondern den Atari 130 XE. Ja, und aber das läuft auch auf dem 800er. Das macht einen ganz Schmucken. Das lade ich jetzt gleich schon mal von dem Zio 2SD. Insofern will ich mich gleich verabschieden. Also bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.